habe, Leute. Damit ihr das dann ausseht, wir spielen heute die Peacekeeper-Kampagne und ja, ich bin jetzt gerade noch in Aidens versteckt, ganz kurz, möchte ich euch noch ganz kurz zeigen. Heute kam ein ganz kleiner DLC, der ist kostenfrei bei Twitch, bei Steam, kann man den kostenfrei sich erwerben, erbeuten quasi. Und hier kriegt er diese Jacke hier, handgefertigt, des Überlebenden. Löst den mal ein. Ist aber leider nur Stufe 4. Die Jogginghose des Überlebenden. Wir können die ja mal tragen heute, der Feier des Tages. Einfach. Ja, hätte ich jetzt gesagt. Hose und die Schuhe, genau. Der Rest ist natürlich Bums. Soweit erstmal. Und dann gehen wir kurz in unserem Inventar und gucken uns mal die Klamotte an. Weiß ich nicht. Also wir haben die Klamotte, die wir jetzt haben, ist eigentlich 10.000 Mal besser, aber wir nehmen die jetzt trotzdem mal einfach. Oh, die sieht geil aus auf jeden Fall. Und die hat Medical-Werte, was natürlich vielleicht auch nicht so schlecht ist. Aber ich fand meine Klamotten irgendwie besser. Beim letzten Mal haben wir ausgelockt am Wasserturm in Horseshoe. Leider setzt uns der immer in die Nähe von der nächsten Quest beim Einloggen. Und deswegen bin ich jetzt hier quasi, komm auf die Map, wo wir sind. Wir sind Garrison unten. Wir wollen jetzt zum Observatorium, das ist unsere nächste Quest. Wir schauen uns mal kurz die nächste Quest an. Observatorium, Story Quest. Rover überzeugt, dass das Observatorium und dessen GRI-Datenbank bei der Bombardierung zerstört worden war. Ich ging hin, um das zu prüfen. Und das wollen wir jetzt machen. Wir spielen jetzt heute die Peacekeeper-Kampagnen-Line und wer das jetzt schon gesehen hat, kann natürlich dann gerne die nächste Folge angucken. So, Herr Dante, klettern wir da hoch und wir wollen fliegen, hieß es. Vielleicht haben wir Glück und können direkt auf das Dach von dem Ding fliegen. Was wir ja gar nicht müssen. Was wir gar nicht, genau, wir haben ja gelernt, das müssen wir gar nicht. Wir müssen aufpassen, ja, das stimmt. Und der letzte Mal ziemlich rumgeoxt. Ich flieg schon mal los. Ja, ich geh gerade hochklettern. Das kann aber nie wieder dauern. Muss mir eine neue Waffe in der Waffenkammer besorgen. Geronimo! Busch. Ich hab aber eher so die Befürchtung, dass mir vorher die Ausdauer ausgeht, bevor ich da ankomme. Achso. Ja, die ist es. Ausdauer ist so eine Sache, gell? Wie fährst du jetzt? Weißt du nicht, gell? Na, viel, aber. Ich bin jetzt schon auf unter der Hälfte. Jackman ja? Hier. Danke für die Hilfe. Keine Ursache. Noch ich habe gehört, dass der Ort, nach dem Sie suchen, zerstört wurde. Sorry. Danke, aber sorry ist kein besonderer Trost. Ich weiß, mein Sohn, aber ich könnte Ihnen vielleicht helfen. Ich melde mich wieder bei Ihnen. Ja, das werden wir nicht schaffen, denke ich. Ob wir das schaffen, das seht ihr in der nächsten Folge. Oh, vielleicht. Das ist auch die Hälfte. Aber wir müssen langsam runtergehen, sonst stürzt mal ab und dann sind wir tot. Das bringt dann auch nichts. Wir sind da auf dem Dach zwischen, glaube ich. Oh, ein gutes Stück hingekommen auf jeden Fall. Ja, das, ich bin das provisorisch schon vorher gelandet. Außerdem habe ich da so eine Hütte im Wald gesehen, die allerdings leer war. Ja, ist doch geil eigentlich. Wir sind fast bis hingeflogen. Anomalie. So, wir haben letztes Mal hier rumgemehrt und jetzt diesmal wissen wir, dass wir hier rangehen müssen. Ja, Questmark hat Folgen, hilft halt, ne? Ja, Mann. Lawan, du hattest recht. Nur noch Ruinen. Lawan? Major Matt, hier ist Aiden. Aiden, gut Sie zu hören, mein Sohn. Sie sagten, dass Sie mir vielleicht helfen könnten. Ich wüsste gerne wie. Nicht über Funk. Kommen Sie zum Schiff. Zum Hauptquartier. Ich werde selbst bald dort sein. Okay. Oh. Au, was? Oh. Lass uns bloß von hier verschwinden, Greg. Hey!
Was ist passiert? Habt ihr mich gerade gerettet? Was zum Henker ist hier passiert? So, Storycast abgeschlossen. Observatorium war jetzt nicht so schwer. Okay. Wir kommen an Bord. Neue Storyquest. Wir müssen jetzt zur Missy. Missy, Missy, Missy. Das ist das Schiff der Peacekeeper. Also von unser Schiff. Sehr gut. Ging deutlich schneller diesmal. Ja, ja. Komm schon, Bo. Wir haben diesen wahnsinnigen Ort gefunden. Die Fische springen uns regelrecht ins Boot. Ach, der Fischmeister. Ja, auch nicht gemacht, die Quest bei mir. Ah, da ist die Missy. Geil. Also, ein bisschen wissen. Finger so fett. Naja. So, komm her, komm her, komm her. Komm her, komm her. Komm her. Bist du neben mir? Komm mal nach unten. Ey, ah doch. Nee, das war der falsche. Daneben geschossen. Ah, das Sprengpfeil, oder? Nee, das wollte ich treffen. Ach so. Das ist auch entzünden, oder was war das? Das war eine Napalm-Laterne. Napalm-Laterne. Boah, was ist denn hier für ein Stress? Es klingt nämlich Nacht, aber ist gar keine Nacht. Oder ist bei dir gerade Nacht? Mir ist Tag. Nö. Bin ich erst aus Gründen. Da war ich wahrscheinlich, weil ich erst den komischen Kunst erwischt habe, das Explosionsfass. Achso, ja. Nein, ich befreie dich nicht. Ich bin selber PK, Mann. So, jetzt sind wir auf der Missy. Das ist das Schiff der PKs, also das Hauptquartier. Headquarter. Moment. Geh durch! Geh weg, Kamerad! Was? Hast du gestern halt! Biomarker! Hier. Meld dich bei Maya im Kommando. Der Commander ist auf dem Weg zurück. Ist Matt oft bei Einsätzen dabei? Früher. Da war er selten auf dem Schiff. Immer im Feld, immer am Helfen. Deshalb bin ich zu den Peacekeepern. Aber in letzter Zeit hat Matt sich merkwürdig verhalten. Bin nicht sicher, was da los ist. Es ging schon vor Old Villador und dem Angriff der Abtrünnigen los. Und jetzt dieser Scheißdreck mit dem Rückzug. Ich kapier's nicht. Was auch immer hier los ist. Ich hoffe, dass er bald mal eine Ansage macht und uns hilft, diesen beschissenen Rückzug zu verstehen. Hm, wahrscheinlich hat er seine Gründe. Welche auch immer das sind. Unschuldige Menschen werden sterben. Geh zu Maya. Danke. Das machen wir. Na, danke. Wer war denn das? Das ist alles. Melde dich bei der Dispatcherin. Jetzt heißt sie... Die uns da gerade aufs Schiff gelassen hat, ne? Wer? Ja, Ward. Corporate zu mir sagen. Ward. So Ward. Hoffentlich haben wir... Hä? Ja. Hä? Bin ich nicht. Hey, wo ist die Zentrale? Oh. Warte. Dort. Na schön, Männer. Wir kümmern uns um die UV-Lampen und kehren zur Basis zurück. Sollte alles rund laufen, schnell und einfach. Los! Die haben schon zwei unserer Lager angegriffen. Wir tun alles, um euch zu bewaffnen. Wenn nötig, intervenieren wir. Wenn ihr eingreifen könnt, warum haut ihr dann ab? Das ist Schwachsinn. War dein Vater nicht ein berühmter Kriegsheld? Ich wette, er dreht sich gerade im Grab um. Pass auf, was du sagst, Zivi. Die Situation ist überall hart, das weißt du. Ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmal... Steh nicht nur darum. So. Ach, jetzt weiß, wer es da reingelassen hat. Das wissen wir ja noch gar nicht, Dante. Doch, hat mir Zukunftssehen erzählt. Ach so, Zukunftssehen. Ja, Mann.
Hast du gehört, Maya, der Aiden, der hat den Wasserturm in den Griff. Ich kenne dich doch aus der Kantine. Ja, ist wohl so. Du weißt, der Kampf in der Kantine? Kann sein. Keine Sorge. Du kannst echt deinen Mann stehen. Das respektiere ich. Aiden, stimmt's? Der Commander will, dass du zu unserer Gruppe gebrieft wirst. Missy heißt dich willkommen. Was wollten diese Überlebenden? Meinst du unseren kleinen Streit? Sie wollen, was alle wollen. Sicherheit. Was ich verstehe. Aber wir müssen das große Ganze im Auge behalten. Und es nervt mich echt, wenn Leute meinen Vater erwähnen. Es geht mich ja nichts an, aber was ist denn mit deinem Vater? Ach, schon wieder. Da du neu hier bist, erzähle ich dir die Kurzfassung. Klassische Geschichte. Rettete ein paar Soldaten, einige Zivilisten und bekam eine Medaille. Wann war das? Ist lange her. Damals, als die Leute nur gegeneinander kämpften und nicht auch gleichzeitig gegen Infizierte. Bist du wegen ihm zum Militär gegangen? Im Grunde ja. Er muss stolz gewesen sein. Klar. Warum auch nicht? Wer ist Missy? Das ist der Name des Schiffs, auf dem du hier stehst. Es spielte während der Revolution eine entscheidende Rolle. Die Missy sollte Medikamente, Masken und andere wichtige medizinische Ausrüstung ausliefern und dann heimkehren. Aber da gab es schon keine Heimat mehr. Sie und die Besatzung konnten nirgendwo mehr hin. Und jetzt? Jetzt dient sie als PK-Hauptquartier und Kommandozentrale. Alle Befehle und Anordnungen kommen von hier. Schlau, einfacher zu verteidigen als ein Gebäude. Ganz genau. Wo ist Matt? Im Feld. Er ist in Old Villador auf eine Spur gestoßen. Du musst warten. Siehst du die Tafel da? Es gibt Unmengen zu tun und mir fehlen Leute. Willst du uns unter die Arme greifen? Wir zahlen gut. Sanitäter, schnell! Scheiße, das ist Major Matt. Sanitäter, irgendwas ist passiert. Mach Platz! Zur Seite! Er verblutet! Scheiße, Peter sieht gar nicht gut aus. Retten Sie ihn! Retten Sie! Bringt ihn zur Krankenstation und ruft die Sanitäter! Wir müssen ihn retten! Halten Sie durch, Aether. Wir lassen Sie nicht hängen. Hören Sie? Auf geht's. Hoffe lieber, dass Aether überlebt. Wir haben zu viele Leute in Old Villador verloren. Jack wird alles unternehmen, um herauszufinden, wer das war. Nebenquest, Aether, sprechen Sie mit Quet, mit Matt, Jack, Matt, willkommen an Bord. Okay, hier gibt's Unmengen zu tun, stand da, hier steht gar nichts zu tun an dem Board, oder? Natürlich nicht. Unmengen gibt's zu tun, Unmengen. Aber ich find die Trage immer noch super, auf der sie Aether reingebracht haben. Warum? Ja, war ein Türblatt. Naja, ist besser als nix, ne? Ich jetzt nicht rum, der, oder schon. Hey, check, Matt. Check. Wissen Sie, was das ist? Dieser Schlagring gehörte zuerst Commander Lucas. Dann wurde er an Aether weitergegeben. Was in Old Villador passiert ist, das darf nicht wieder geschehen. Wir müssen die Stadt retten, Aiden. Vor der Seuche, vor dem Schlechter und seinen Männern. Was auch immer sie planen. Okay. Aber über Funk sagten Sie, dass Sie Informationen für mich haben. Ja, bevor wir uns darum kümmern, sagen Sie mal, Aiden, wofür brauchen Sie diese Datenbank? Was ist da gespeichert? Ist was Persönliches. Belassen wir es vorerst dabei. Ich verstehe. Passt schon. Vorerst. Ich habe sie hergebracht, weil ich weiß, dass sich ein paar GRE-Wissenschaftler in der Stadt verstecken. Wir haben einen von ihnen aufgespürt, kurz vor dem Angriff der Abtrünnigen. Klingt nicht übel. Wenn ich den Wissenschaftler finde, kriegen wir raus, was er weiß. Wenn er nutzlos ist, finden wir einen anderen. Und noch einen, bis sie die Antworten bekommen, die sie suchen.
Warum verstecken sich die ehemaligen GRE-Leute? Sie fürchten den Zorn der Leute. Die Leute sind wütend, weil die GRE die Infektion verbreitet hat. Es ist also wahr, dass die GRE das Virus brachte? Wer sonst? Es heißt, auf ihren Stützpunkten haben sie Experimente durchgeführt. Sie brachten Container aus Haran, bei Nacht und Nebel, damit die Regierung nichts mitbekommt. Und dann brach alles zusammen. Aus Rache jagte man die Wissenschaftler und erhängte sie an Laternenmasten. Und tötete so die einzigen Menschen, die in der Lage waren, ein Heilmittel zu finden. Es gibt kein Heilmittel und es wird nie eins geben, Aiden. Das ist GRE-Propaganda. Blödsinn, natürlich gibt es ein Heilmittel. Also gut, was wollen Sie als Gegenleistung? Was glauben Sie, was ich will? Vielleicht das Gleiche wie Sie. Die Stadt hat wieder Strom. Die Abtrünnigen greifen an. Sie haben zum ersten Mal seit Kriegsende unsere Posten im Stadtzentrum angegriffen. Aber es haben sich auch neue Möglichkeiten für uns ergeben. Dank der Elektrizität können wir die größte Antenne im Stadtzentrum in Betrieb nehmen. Auf der Spitze des VNC-Turms. Was? Sie wollen den Schlechter per Funk besiegen? Gewissermaßen. Mit dem Signal erreiche ich eine große Anzahl von Menschen. Die Kommunikation zwischen den Siedlungen wird verbessert, wir können mehr Rekruten anwerben und die Stadt verteidigen. Und es wird einfacher, die überlebenden GRE-Ärzte zu finden, die sie suchen. Ich werde meinen Teil beitragen, aber welche Garantie habe ich, dass Sie mir danach helfen? Vertrauen Sie mir etwa nicht, Aiden? Ich bin noch nicht so lange hier, aber ich merke schon, dass Versprechen in dieser Stadt selten gehalten werden. Wenn wir keinen der GRE-Wissenschaftler finden, verspreche ich Ihnen, Waltz für Sie zu schnappen. Sie arbeiten mit Lawan. Das lässt mich vermuten, dass Sie auch nach ihm suchen. Okay, ich bin dabei. Gut. Der Schlechter hat einen Grund für seinen Angriff. Ich will sicher gehen, dass diese Stadt sicher ist. Um jeden Preis. Alles in Ordnung, Sir? Mayor wird Ihnen unseren Plan erläutern. Begeben Sie sich sofort zu ihr. Oh, und Aiden. Sie müssen mich nicht Sir nennen. Freunde nennen mich Jack. Okay, Jack. So, Ziel aktualisiert. Sprechen Sie mit Mayor. Ach Gott, da gab's so nervig viel zu tun für diese Quest, bis wir am Funkturm sind. Ja, Mann. Eieiei. Progress, Progress. Und dann auch aus dem Buchclub, Alter. Geh nicht nur darum. Appreciate all that is vacant.